letzten Semester habe ich in meinem Wahlpflichtfach einen Studentenwettbewerb angeboten. Es ging bei dem Wettbewerb darum, ein Studentenwohnheim zu entwickeln. Anlass des Wettbewerbs war, dass das Studentenwerk in Bochum 50 Jahre wird. Die Aufgabe ist dann erweitert worden um die Idee einer zweiten Stadt. Da ging es darum, dass die Studenten sich mit der Innenstadt Bochums beschäftigen sollten und in Bochum im Grunde genommen ungenutzte Räume aufspüren sollten. Und da Bochum jetzt gerade in so einer Übergangsphase ist, wo sich die Stadt neu zu erfinden hat, glaube ich, dass eben die Studenten ein riesiges, lebendiges Potenzial für die Stadt darstellen. Im Zuge dieses Wettbewerbs sind dann 8 wunderschöne Arbeiten entstanden. Die Studenten haben teilweise in Gruppen zusammengearbeitet. Und am 14.01. fand eine Jury-Sitzung statt und dann sind die Arbeiten eben auch prämiert worden. Wir haben einen ersten Preis gehabt, den hat Julius Frudermann und Alexander Rako gewonnen mit ihrem Projekt Generation Garage. In Bezug auf die Aufgabenstellung war es uns wichtig, erst einmal den passenden Ort zu finden. Wir befinden uns hier in Bochum-Ehrenfeld, was allgemein als aufblühendes Viertel angesehen wird, das eine Menge Potenzial hat für die weitere Entwicklung. Auf der Suche nach unserem Ort für das Studentenwohnheim sind uns in Ehrenfeld besonders viele Garagen aufgefallen, wo die Dachflächen unbenutzt sind. Diese Garage ist uns besonders aufgefallen durch ihre Geschichte, weil im Zweiten Weltkrieg der Ort von Ehrenfeld hier fast komplett zerbombt wurde und als einziges diese Garage übrig geblieben ist. Wir wollten diese Raumeigenschaften einer Garage übernehmen und den Studenten in unserem Studentenwohnheim zur Verfügung stellen. Wir sind an die Ruhr-Universität Bochum gegangen, haben dort knapp über 160 Leute befragt. Wir haben in der Umfrage gemerkt, dass es keinen Raum geben kann, der auf alle Studenten zugestimmt ist. Dementsprechend wollten wir in unserem Komplex eine möglichst große Vielfalt und Freiheit für jeden einzelnen Studenten, der dort einziehen möchte, lassen, indem wir nur die grundlegendsten Elemente wie sanitäre Anlagen und die Treppen ausdefiniert haben, um den Studenten einen möglichst großen Gestaltungsfreiraum zu lassen. Dann gab es einen zweiten Preis, den hat der David Keuer gewonnen. Das war das Projekt Luftschloss und da hat die Jury auch entschieden, dass dieses Projekt in Form eines 1:1-Modells realisiert wird. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Also als wir die Aufgabenstellung bekommen haben, habe ich mich erstmal gefragt, was braucht Wohnen überhaupt? Wie definiert sich Wohnen? Und dann bin ich quasi in der Recherche ganz weit zurückgegangen bis hin zu der ersten Form des Wohnens, das ja bekanntlich das Leben in der Höhle war. Und habe versucht, diese Reduktion mit meinem Entwurf, dem Luftschloss, zu erreichen. Dann kam der Gedanke einerseits der pneumatischen Architektur. Wir haben hier so ein bisschen die Chance dieser Guerilla-Architektur, dass irgendwas sehr plötzlich irgendwo in der Stadt auftaucht und irgendwo in der Stadt verschwindet. Ja, konkret sieht das jetzt in meinem Entwurf so aus, dass man ein Möbelstück hat, quasi ein Kasten, der in diese Baulücken gehängt wird. In diesem Kasten befinden sich dann vor allem die technischen Anlagen, die wir dazu benötigen, sowie die Schleuse und die sanitären Einrichtungen. Alles Weitere spielt sich dann aber soll sich in der Blase abspielen. Das heißt, das eigentliche Wohnen findet im Raum der Blase statt.